Also wir machen ein Projekt über El Salvador im D-Kurs und wir würden gerne wissen, was ihr über El Salvador wisst. Nicht so viel. Dass es unsere Patenschule ist. Ja. Also ich weiß, dass wir eine Partnerschule in El Salvador haben und wir spenden halt Geld, indem wir immer Buffet, zum Beispiel Kuchenbuffet oder Brötchenbuffet machen. Und das gesammelte Geld schicken wir dann an El Salvador, damit sie sich Schulsachen holen können. Zum Beispiel wie Blätter, Blöcke, Stifte. Und wir haben auch ein Projekt am Laufen, dass wir halt immer mit denen Briefe schreiben in Spanisch, was wir machen bei uns an der Schule, wie es denen geht, wie das Verhältnis zwischen denen und den Eltern ist und in der Schule. Ja, und ansonsten, ja. Wie stellen Sie sich das Leben in El Salvador vor? Auf alle Fälle heiß. Also, dass es da ganz warm ist und dass sie nicht viel Geld dort haben zum Leben. Und leben nicht einfach. Sehr. Ja, genau, die leben ganz einfach. Also. Kennen Sie selber dorianische Personen? Persönlich also, ich kenne nicht. Keine, nein. Nein. Okay, hello, what do you know about El Salvador? Was wissen Sie über El Salvador? Was wissen Sie über El Salvador? Was wissen Sie über El Salvador? Gar nichts. Was ist El Salvador? Sag mal. Ist ein Land. Ist ein Land, ja. Sehr schön. Sehr, sehr weit weg. Er liegt da nicht so viel. Ich weiß, dass es in Mittelamerika liegt. Was meinen Sie, wie Sie sich das dort vorstellen, wenn Sie das jetzt so hören? Also, wenn Sie sagen Lateinamerika, dann stelle ich mir etwas Sonniges vor. Am Strand liegen, Sonne. Warm, tropisch, schön. Frauen? Ist ja blöd. Nee, ist so. Ich kann da weiter nichts zu antworten, ich weiß das. Jede Menge Musik, denke ich mal. Mein Name ist Alexander Klemms, ich bin in Berlin aufgewachsen und habe Migrationshintergründe aus El Salvador. Also auch andersrum, ja, wenn ich dann sage, wenn die mich fragen, was ich bin oder so, und ich sage, ich bin Deutscher, ja, und führe das jetzt nicht weiter aus, dann sagen die, wie, du bist doch kein Deutscher, was bist denn du für ein Deutscher, ja, also, Deutscher, und dann, ich sage, hä, was, bist du blöd, oder? So, also, ich meine, man ist doch das, was man fühlt, und letzten Endes habe ich auch einen deutschen Pass, also und ich bin halt beides, also ich habe das Glück, aus zwei Kulturen zu kommen und ich vereine die in mir selbst, also und daraus entsteht dann wieder was Neues, aber das verstehen viele Leute nicht. Paco und ich bin Berliner, bin in Berlin geboren, aber meine Mutter kommt aus El Salvador, aber ich bin hier aufgewachsen und ja, aber war schon einige Male da drüben und ja, das ist meine Person erstmal. Okay. Mein Vater ist Deutscher. Die Leute sind sehr viel offener, also du gehst da ja wirklich durch die Straßen und es wird gelacht, es wird gelächelt und sowas kennst du eben in Berlin, also ich bewege mich auch in Kreisen, wo das so meistens so vonstatten geht, aber das suche ich mir selber aus. Aber wenn du hier in Berlin durch die Straßen gehst, dann ist es eben nicht immer so. Da siehst du oft so triste Gesichter, vor allem im Winter. Ist ja auch logisch, hat dann eine Menge mit dem Klima zu tun. Aber es ist eben insgesamt schon lebensfroher dort in El Salvador. Oder im Kaufhaus, dass man dann öfters mal beobachtet wird, wo man lang geht, aber da muss man aufpassen. So. Also ich habe eben auch andere Seite, die andere Seite kenne ich auch, dass von Leute, die ausländisch aussehen oder Ausländer sind, dass die immer sagen, Rassisten, Rassisten hier und dort, Rassisten dort. Und das stimmt nämlich auch nicht, weil man geht aber mit diesem Vorurteil auch gegenüber den Deutschen rein, dass man denkt, so, die sind rassistisch und das bildet man sich nur ein, wenn man selber eben sich so fühlt. Also muss man ganz aufpassen mit diesen Vorurteilen. Da bin ich ganz vorsichtig mit dem Begriff immer.
Genau, wir singen El Pitero, das ist ein Walzer-Rhythmus, das wird auch oft auf dem, im Campo, also, auf dem, also außerhalb der Stadt gesungen, von indianischen, mestizischen Gemeinden auch. Und da geht es um ein Cusuco, El Pitero, El Cusuco ist ein Gürteltier. Genau, ein Gürteltier ist auch eine sehr leckere Speise in El Salvador und da geht es halt eben, wie ein Gürteltier gefangen wird. Ayer fui a la rada a arriar un ternero, me fui encontrando un hermoso pitero. Ayer fui a la rada a arriar un ternero, me fui encontrando un hermoso pitero. Guájalo tú, guajalonchero, que no se le vaya a ser hermoso pitero. Guájalo tú, su fantasía agarra lo duro. Como una explosión, reggae music con el don. Paco es su nombre, su estilo vacilón. Yo puedo cantar sobre cada canción, por eso me llaman campeón. Soy el chuchu chingón, el chucu de reggaetón. Salvatrucho hasta la muerte y de corazón. Azul y blanco, mis colores, una gran combinación. Con el oso de Berlín, puro sensación. Escúchalo. What?